Hallihallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Guard. Wir sind jetzt wieder in der imperialen Stadt, Kapitel 8. Und ja, da wird dann halt noch ein paar andere, werden dann noch ein paar andere Sachen auch zum Vorschein kommen. Die Konkongs der Reinkarnation übersehen die imperiale Stadt, soweit das Auge reicht. Bringen sie der Menschheit die Erlösung oder das Verderben? Inuat ist verschwunden und hat vor, Furia wieder auferstehen zu lassen. Verzweiflung verannahmt die Welt und Keim fliegt zur imperialen Stadt, um die Konkongs der Reinkarnation zu vernichten und um Rache an der Priesterin Mana zu üben. Na gut, dann machen wir das. Hauen wir erstmal richtig auf die Kacke, ne? Ja, und unser Drache ist derweil Stufe 3. Der sieht natürlich richtig geil aus in Stufe 3. The seeds have appeared. All the races of the world are hurrying to find them. Alter, die sind so ekelhaft. Oh nein. The legends say that when mankind enters the seas, a new world. What I say. If you wish for humanity to win, enter not the seas. Alter, noch mehr. Which follows the breaking of the seals is the end of the world itself. Fledermäuse, die hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ah, die sind so ekelhaft, ne? Diese komischen Statuen. Die brauchen immer so lange, bis sie aufgehen. Ja, die Wächter, genau. Du dumme Kuh.
Mana, Junge, die ist so abartig. Der Aschedrache. Keim erschaudert vor dem majestätischen Anblick dieser legendären Kreatur und seiner mehreren tausend Kinder. Der Aschedrache ist ein überaus seltener Gast auf Erden, doch die Präsenz der Konkungs der Reinkarnation hat nun offensichtlich selbst ihn aus seinem astralen Gefilde gelockt. Von dieser arkanten Erscheinung erzählt sogar der rote Drache, doch Keim streicht ihm besänftigend über den Hals und treibt ihn zum Gefecht an. Okay. The myths come alive. Da ist er, der Aschedrachen, der Aschedrache. I cannot go further. The worm. It is a terrible thing to battle the sacred dragon. Let go! You cannot warn me now. Damn fool. I will regret making a pact with a mad fool who believes in neither good nor evil. Immer schön in die Fresse. Und seine 100 Kinder. Schade, dass man Wordlets Drachen nicht sieht, dass der leider versteinert ist. Jawohl. I thank you, Keim. I have become far stronger than I ever imagined. Normal, ne? Keiner kann uns aufhalten. Das war ein geiler Bossfight. Das war auf jeden Fall ein richtig geiler Bossfight. Der Drache hatte bisher nur Verachtung und Missbildung für die menschliche Rasse übrig. Doch Keims Präsenz lässt ihm nun ein bislang unerkanntes Wohlbehagen verspüren. Der Drache breitet seine Schwingen aus und fliegt zusammen mit Keim zur imperialen Stadt. Dort wartet Mana darauf, gerichtet zu werden. Jetzt geht's los, Junge. Mana kriegt ihre gerechte Strafe. Oh, noch ein Dings.
Die gibt's auch noch, ja, diese Medusa-Köpfe. Boah, die gibt's im zweiten Teil auch, ne? Die finde ich so ekelhaft. Und da sind die richtig extrem stark. Also im zweiten Teil da... This is the heart of the Empire. Mir scheißegal, welches Herz das ist. Das Imperium stirbt auch hier. Oh nein, diese komischen Figuren da wieder. Wenn ich die schon sehe, dann kriege ich schon wieder leichte Aggression. Fertig? Nö, war klar. Oh nein, jetzt kommen diese schwulen Sensenmänner. Ernsthaft jetzt? Los, komm her. Nur noch der eine. Die können auch alles abblocken mit ihrer geilen Sense, ne? Das ist unglaublich. Wirklich. Ich kann nicht so einfach einen Feuerball mal abwehren. Jetzt bist du fertig. Jetzt bist du Mulu. Heftiger Dude, heftiger Dude. Jawohl, jetzt geht's runter auf den Boden. Wo müssen wir denn hin? Ach, hier. Gut, meine lieben Freunde, wir beenden jetzt aber erstmal die Folge hier und machen dann beim nächsten Mal hier weiter, wenn wir uns durch die imperiale Stadt schnetzeln. Hier sind auch schon wieder Anti-Magie-Einheiten unterwegs, das pellt natürlich wieder richtig rein. Ach ja, gut Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, bewertet die Videos und bis zum nächsten Mal.